Wie angekündigt, wird das Areal des ehemaligen Lessing-Gymnasiums an der Kolpingstraße als Eigenheimstandort ausgewiesen. Die Hoyerswerder Versorgungsbetriebe haben im jüngsten Technischen Ausschuss den Auftrag zur Umverlegung der Medien erhalten. Voraussichtlich im Juli soll mit den Arbeiten begonnen werden. Laut Rathaus ist geplant, vorerst 5 Grundstücke sozusagen in der ersten Reihe, also zur Straße hin herzurichten. Der Verkauf der ersten 4 soll noch in diesem Jahr erfolgen.